Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Runde im Mittelalter bei Bridge Constructor, dem Brückenbauspiel. Was für ein Name. Aber wir kommen zur nächsten Runde. Die Brücke Nummer 7 wartet auf uns. Und ja, ich bin schon recht gespannt, was uns hier jetzt erwartet. Und vor allem, wer jetzt A ist. Baue eine Brücke, um Geschenke zu König Ludewig. Oh, war da nicht mal bei Explosiv irgendwie mit dabei? Gib nicht mehr als 26.000, wäre dann die Steigerung da. Das heißt, wir müssen wieder mal ein bisschen auf Kohle achten. Und somit wäre Stein... Ach, Stein gibt's eh nicht. Das heißt, wir werden wahrscheinlich probieren müssen, dass wir wirklich alles nur mit Planken bauen müssen. Aber wir haben natürlich den Vorteil, wir kriegen eh keine Meteoriten oder so irgendwas rein. Und sind damit schon mal ein bisschen abgesichert. So, der hier kann das eigentlich komplett alleine abfedern. Schauen wir uns an. Hier bauen wir wieder unser Stützgerüst. Hier bauen wir ein größeres Stützgerüst, damit wir hier auch ein bisschen Seitenneigung haben. Dann geht es wieder ein bisschen runter. So. Jetzt bauen wir hier drüben das gleiche. Hier geht es über 1, 2, 3. Hier können wir auch noch das Ganze natürlich ein bisschen absichern. Einmal. Wird das halten? Ich bin mir echt nicht sicher. Aber ja, wir probieren es einfach mal aus. So, hier ein bisschen höher. Hier dann müsste eigentlich, nee, wir müssen ja da schon wieder ein bisschen runter. Das heißt, wir können es gleich hoch machen. Und hier kommt dann wieder ein kleiner hin. So, jetzt brauchen wir für diesen, wie viel Geld haben wir noch? Geld haben wir noch genügend, das sollte kein Problem sein. Bis ganz nah. Oh! Okay, einmal hier, einmal hier. Also bis ganz nach unten kommen wir nicht. Das heißt, wir brauchen hier wieder eine V-Konstruktion. Und gehen eins zur Seite. Wieder und damit können wir auch sie zur Seite hier abstützen, indem wir hier nach oben gehen und hier nach oben gehen. So, und schauen uns das Ganze mal an. Langt es? Der hier sieht schon jetzt sehr belastet aus. Wahrscheinlich müssen wir ihn gleich noch ein... ich hätte hier noch einen Querstreben. Okay, ist alles noch sehr, sehr belastet. Deswegen brauchen wir hier noch ein bisschen eine Absicherung. Erstmal, hier gibt es einen Querstreben rein. Dann, ja, machen wir das Ganze noch ein bisschen stabiler, indem wir hier unten mehr was zum Abfedern geben. So, aber ich glaube, da auf der linken Seite, der erste ist doch sehr, sehr belastet. Ja, der kriegt uns immer durch. Aber schön, wie sie sich noch probieren, halt eben durchzumretten. Gut, wir müssen den ein bisschen ab... Ja... Das können wir eigentlich nur tun, indem wir hier diesen Teil ein bisschen mehr auf diesen Teil der Brücke hier halt eben, damit die ein bisschen abstützen. So, dann hier einen schräg nach oben, hier nach oben verpflanscht, hier nach oben. Und dann könnte es eigentlich schon besser halten.
Schauen wir uns das an. Ja, es wird nicht mehr ganz so rot. Oh, es wird doch rot, aber es hält dieses Mal. Jetzt kommt der linke Teil der Brücke. Hält der Teil. Und er hält perfekt. Jawohl, das war die Brücke Nummer 7, die letzte Brücke. Und wir sind unterhalb der 26.000. Das ist auch gut. Ja, das war's. Und jetzt bin ich gespannt, wie geht die Geschichte weiter. Kriegen wir jetzt schon die Geschichte? Nein, die Brücke 8 kommt noch. Und da wird's jetzt spannend. Werden wir die morgen auch schaffen? Ihr werdet's morgen erfahren. Bis dann.